Ich habe im Herbst mit einem Angelurlaub schöne Fische gefangen, aber ich habe auch etwas anderes getan. Das seht ihr jetzt. In diesem Video zeige ich euch eine Tierart, die man finden kann beim Angeln. Natürlich außer Fische. Diese Tierart, die schwimmt auch manchmal im Wasser. Manche Leute haben Angst vor dieser Tierart. Ich finde, sie ist nicht schlimm. Und sie ist unter diesem Boot und stehlt Kürbiskernpappen. Und ja, ah, du siehst was, ja, eine Ratte. Wir haben Zuschauer. Die Ratte und die Kürbiskernplatte. Nicht nur Karpfen mögen Kürbiskernplatten. Heute beim Angeln werden wir sehen und wir werden auch Zeugen sein, wie klug Ratten eigentlich wirklich sind. Seht selbst. Wir haben hier eine Kürbiskernplatte, ein Stück von der Kürbiskernplatte, und die sollen sich die Ratten holen. Interesse zeigen sie, doch ob sie es schaffen, das seht ihr jetzt. Jetzt haben wir schon zwei rattige Besucher. Jetzt sind schon drei Ratten da. Es wird immer viel von Intelligenz der Ratten gesprochen. Diese zwei hier sind kein gutes Beispiel dafür. Ist jetzt ca. 2,5 Meter neben diesen Ratten. Wenn man ruhig sitzt, sind sie nicht so scheu. Und weiter geht's mit Ratten-TV. Ja, sie haben die zweite Platte entdeckt. Hey! Ja, hey. Diese Ratte ist gescheitert. Hey! Aufhören! Der nächste Versuch. Interessieren Sie sich auch für das Futter in den Behälter? Hier ist schon eine Ratte. Sie wittert ihre Chance. Während die zweite wieder versucht, dieses Stück zu entwenden. Oder?
währenddessen nähert sich diese Ratte hier. Und geht's wieder. Und jetzt untersuchen wir, ob sie oft zu mir kommen, wenn ich so nah dran sitze. Stört sie jetzt noch nicht? Oder doch? Jetzt kommt die Ratte und wundert sich, dass sich das Futter bewegt. Warum bewegt es sich? Weil Marc eine Schnur dran befestigt hat. Auch wenn man nichts beißt, wird man auch nicht Warten mangeln. Das glaube ich. Und ich zeige euch jetzt meine Rattenmontage. Ich habe hier ein Teil von einer Kürbiskernplatte auf eine 060er Schnur gegeben. Das lege ich jetzt einfach hierher. Und damit ich den Biss nicht verpasse, ist da ein Haken dabei. Aber damit ich nicht verpasse, wende ich eine Glocke. Als Bissanzeiger hänge ich hier eine Glocke an. Schauen wir mal, ob sich etwas tut. Dann montieren wir das so und fertig ist das Ganze. Und keine Angst, es ist kein Haken dabei, die Ratte kann sich also nicht verletzen. Die Ratten sind da. Jetzt ziehen sie sich wieder noch nicht weg. Ich glaube, gewackelt ein wenig. Und es hat geklingelt und die Schnur hat sich gespannt. Ja, nein. Leider keine Ratte drauf. Werfen wir gleich nochmal aus. Hui. Wenn man in der kalten Jahreszeit fischen gehen möchte und dann eine Glocke hören möchte, eine aktive Glocke, dann geht das auch ohne Fische. Als Köder nimmt man das am besten, was man fangen möchte. Ich habe jetzt hier eine Kürbiskernplatte. Und was geht auf Kürbiskernplatte? Ratten. Ich habe jetzt so vorgesehen, dass wenn eine Ratte kommt, den Köder nimmt und vielleicht ihn anzieht, dann hört man was. Das dauert nicht so lange. Es ist super einfach zu montieren. Ihr braucht nur ein bisschen Schnur dafür, ihr braucht eine Klingel, ihr braucht einen Sessel und ja, eine zweite Möglichkeit zu montieren. Und einen Köder. Und natürlich ein paar Ratten. Ja, naja, vielleicht lasse ich irgendwas anderes einfallen. Vielleicht verschiedene Köder, verschiedene Tierarten. Vielleicht, wenn ihr einen Hasen fangen wollt, hängt eine Karotte dran. Also wie bereits gesagt, man kann sich die Zeit beim Mangeln noch anders vertreiben, indem man einfach zum Beispiel eine Karotte anhängt, um einen Hasen zu fangen. Oder zum Beispiel ein Büschel Gras oder einen Hirsch zu fangen, alles möglich. Und wenn ihr keine Karotte da habt oder wenn euch irgendwas für einen Köder fehlt, ihr könntet doch versuchen, einen Baum anzumontieren, vielleicht kommt dann der Biber. Oder ihr nehmt einfach ein Holz vom Lagerfeuer und ja. Ah, das ist was, ja! Eine Ratte! Hey, ja. So. Ja, da haben wir keine Haken verwendet, bleibt noch nichts drauf. Es sieht immer einen Haken aus, hier. Fischen unter dem Boot. Das wird so ein vertikaler Angel fast schon. Ja, und natürlich habe ich in diesem Angelurlaub auch schöne Fische gefangen.